Ja, die können vermögend werden und das ist deren Geburtsrecht, vermögend zu werden. Kann grundsätzlich jeder Mensch finanziell frei werden? Ich werde immer dafür kritisiert, dass ich laut und deutlich Ja sage. Das stimmt aber natürlich nicht. Also wenn jemand 87 Jahre alt ist, schwer krank und hat nur noch ein halbes Jahr zu leben, dann nein. Wenn jemand in einem Teil der Welt geboren wird, in dem es ums nackte Überleben geht, wie Kinder, die sich ihr Essen auf irgendwelchen Müllkippen zusammensuchen müssen. Ich war in Kibera, wo wir eine Schule gebaut haben in Afrika. Das ist einer der schlimmsten Slums der Welt. Da leben 1 Million Menschen ohne Wasser, ohne Elektrizität. Wenn die ihr Geschäft machen, dann machen die das in irgendeine Plastiktüte und werfen es dann irgendwo aufs nächste Hüttendach. Also es ist unsäglich, wie es da stinkt. Wenn da ein Kind groß wird und es hat keine Hilfe von außen, hat das keine Chance. Deswegen haben wir da eben auch eine Schule gebaut. Aber für die Menschen, die bei uns leben, die nicht sterbenskrank sind und die eine Chance haben im Leben, die könnten es nicht nur, sondern da sage ich ganz fest, das ist deren Geburtsrecht. So, jetzt fragst du vielleicht, was ist mit den anderen Menschen? Was ist, wenn jemand zerstört wurde als Kind? Ich kann nicht in jedes Schicksal mit dir hineinkriechen. Ich weiß aber, dass wir uns um die Menschen kümmern müssen, die es nicht alleine können. Das ist unsere Aufgabe. Davon bin ich ganz fest überzeugt. Da müssen wir nicht nur einen Sozialstaat brauchen, sondern wir selber müssen sozial sein. Wir müssen diesen Menschen helfen. Das Problem ist, dass wir so wenig Menschen helfen können, weil viele Hilfe in Anspruch nehmen, die es meines Erachtens nicht brauchen. Das ist aber so eine ganz persönliche Meinung. Und wenn wir nicht Menschen durchschleppen würden, die sich auf das Sozialsystem ausruhen, das sind gar nicht so viele, aber die machen es dann sehr geschickt, dann hätten wir viel mehr Geld, um den Menschen zu helfen, die es wirklich brauchen. Und deswegen kann ich nur jedem Einzelnen sagen, wenn du jemanden in deiner Nachbarschaft hast, der Hilfe braucht, hilf ihm. Hilf ihm, tu das. So, und alle die, die keine Hilfe brauchen, die können, ja, die können vermögend werden und das ist deren Geburtsrecht, vermögend zu werden. Das ist für mich undenkbar, dass es etwas gibt, das den Weg durch die Evolution genommen hat, wie das der Mensch gemacht hat, und dann auch nochmal vom Spermizid zum Embryo, zum Mensch. Das sind so unfassbare Wahrscheinlichkeiten, die gegen uns sprechen, dass du du bist und ich ich und du du. Wenn du das ausrechnest, das ist eine Chance von 1 zu vielen, vielen Trillionen, dass das passieren könnte. Also da ist so viel gut gelaufen. Dagegen ist es reich werden oder mindestens wohlhabend werden eine klitzekleine Wahrscheinlichkeit. Und die packen wir auch und dafür haben wir sehr, sehr gute Kurse. Davon bin ich überzeugt. Und das Problem ist nicht, dass du es nicht kannst. Das Problem ist, dass du es nicht glaubst. Es ist nie so sehr das Geld, sondern es ist immer nur, was du über Geld denkst und was du über den Weg dahin denkst. Wenn ich sage, du kannst in 7 Jahren vermögend werden, dann sagt der allermeiste Mensch, ich damals auch, nee, geht nicht. Das sind meine Glaubenssätze. Und die Glaubenssätze, die machen es schwer. Wenn ich den Weg für nicht möglich halte, schaue ich nicht nach dem Weg. Aber es geht viel schneller. Und es geht viel leichter, als die meisten Menschen denken. Wir müssen nur die Glaubenssätze loswerden. Wie bist du am Anfang deiner Karriere damit umgegangen, Geduld auszuüben und die täglichen Erfolge wertzuschätzen? Geduld war nicht nur am Anfang ein Thema für mich, sondern das ist es auch heute noch. So, ich bin von Natur aus nicht der geduldigste Mensch. Und dann habe ich aber gesehen, dass jede Eigenschaft, die du hast oder nicht hast, immer kontextabhängig ist. Also sagen wir mal so, Wasser in einem Glas ist gut, kann ich trinken. Wasser, wenn ich mich gerade frisiert habe oder gerade angezogen habe, mich klatschnass macht, ist nicht so gut. Kommt also auf den Kontext an. Wasser wo? Im Glas oder auf dem Körper gerade? So ist das mit allem, auch mit Ungeduld. Ich glaube, dass Ungeduld eins in dem Kontext Kindererziehung eins der schlechtesten Dinge ist, die du haben kannst. Kinder brauchen Geduld. Geduld, damit sie ihren eigenen Weg finden. Weil Ungeduld mit Kind bedeutet immer, dass du ihm den Weg sagen willst, so wie du ihn siehst. Das Kind muss aber seinen Weg entdecken, sonst wird es deinen Weg gehen, aber nicht erwachsen geworden sein.
nicht selber gelernt haben, Wege zu finden, Wege zu schaffen. Also Ungeduld mit Kindern ganz schlecht. Ungeduld in Firma, super. Je besser der Unternehmer, desto ungeduldiger ist er. Ist das für Mitarbeiter schwierig, wenn der Unternehmer ungeduldig ist? Das ist sehr schwierig, aber ein, wenn du es so sehen magst, ein großer Segen, denn die Ungeduld bringt den Mitarbeiter dazu, dass er etwas tut, was er selber nicht tun würde. Er muss nämlich seinen Standard anheben. Während er sagt, vielleicht der Mitarbeiter oder die Mitarbeiterin sagt, hey, wenn ich gute Arbeit leisten muss, dann brauche ich aber ein bestimmtes Umfeld. Ich brauche Ruhe, ich brauche Muße und ich brauche meine Zeit. Ja, der Unternehmer sagt, wir brauchen es aber morgen Abend fertig. Bang. Auf einmal muss der Mitarbeiter nachdenken, wie kriege ich das bis morgen Abend fertig? Er rebelliert. Ich bräuchte mein Umfeld, ich bräuchte meine Zeit, ich bräuchte meine Muße. Unter den Umständen kann ich nicht meine beste Arbeit abgeben. Abliefern. Das Problem ist, dass das, was wir denken, das 100% ist, viel weniger ist. Weißt du, wie viel das ist? 40, das stimmt. Also wenn du jemandem sagst, was ist das Maximum, was du kannst, und er sagt, das ist das und das und das und das, ist das, wenn man es dann wirklich misst, Wissenschaftler haben das exakt gemessen, nur 40% von dem, was er wirklich kann. Wenn du also sagst, ich kann es morgen Abend mit Ach und Krach fertig kriegen, weil ich meine Muße, meine Zeit, meine Ruhe brauche, dann wäre wahrscheinlich die Wahrheit, dass du es heute Nachmittag um 3 könntest. Genauso gut oder noch besser, weil es passiert etwas, wenn wir uns einem Stress aussetzen, trotzdem Pausen machen dazwischen, das ist ganz wichtig, uns aber einem Stress aussetzen, etwas fertig bringen zu müssen, dann übernimmt unser limbisches System. Ich nenne ihn liebevoll Limbi und der ist viel genialer als ich. Also wenn ich meinem Limbi sage, übernimm du, wenn wir fertig sind, kannst du spielen, aber bis dahin gib Gas, macht der das und du hast ein Meisterwerk bis 3 Uhr. Und ein Unternehmer weiß das, der hat das in seinem Leben x-mal erlebt. Ich habe zum Beispiel die Gesetze der Gewinner in 3,5 Wochen geschrieben. 3,5 Wochen runtergeschrieben und ich hatte unfassbare Rückenweh. Und habe im Stehen schreiben müssen. Also alles voraus. Erstmal würde ich sagen, man braucht mindestens 3 Monate für ein Buch. Zweitens muss ich bequem sitzen und sollte keine Schmerzen haben. Ich hatte echt fiese Schmerzen, fast die ganzen 3,5 Wochen. Habe im Stehen geschrieben, war in 3,5 Wochen fertig. Wenn du das als Unternehmer mehrmals erlebt hast, setzt du auch deine Mitarbeiter dieser Situation aus. Du bist also gezielt unbewusst. Ich sag dir was. Der schlimmste Unternehmer ist ein geduldiger Unternehmer. Du fühlst dich wohl, aber du schläfst ein. Der beste Unternehmer ist ein ungeduldiger Unternehmer. Der fordert dich, erzeugt positiven Stress und er holt das Beste aus dir hervor.